Herzlich willkommen zu der zweiten Session von heute Morgen. Ich tue mich mal kurz vorstellen. Mein Name ist Urs Freder. Ich bin ein Hörender, wahrscheinlich auch ein Dialekt her. Ich bin ein Bündner. Bin Senior Account Manager bei der IT Point jetzt erst seit 3 Monaten. Bin aber schon seit 14 Jahren im Cloud Business tätig als Account Manager und habe da schon relativ viel Erfahrung können sammeln. Dann Michi Truppmann, kannst du dich ganz kurz selber vorstellen noch? Sehr gern. Ja, Michael Truppmann als Solution Architekt und Consultant unterwegs bei der Firma IT Point. Wir machen bei unseren Kunden Anforderungsanalyse und tun entsprechend die passenden Lösungen erarbeiten in einer Vorverkaufsphase. Und sind auch aktiv im Produkt- und Service-Portfolio unterwegs und versuchen das voranzutreiben und innovative Lösungen können anzubieten. So auch am Schluss präsentiert die Ransomware Protection Service, die auch bei uns entstanden ist. Gut, danke vielmals. Dann zu der Agenda. Also ich tue in meinem ersten Schritt mal einen Erfahrungsbericht euch erzählen, also so ein kleines Geschichtchen von einer Cyberattacke, die ich persönlich als Account Manager erlebt habe. Das ist zwar schon seit zwei Jahren her, die Attacken, aber es war eine sehr grosse. Es wird keine technische Geschichte werden, sondern eher eben ein bisschen Aussicht und auch so, was dann da in so einem Erstangriff so alles passiert, auch auf menschlicher Ebene. Und dann im zweiten Schritt wird dann der Michi noch etwas kurz erzählen über technische Möglichkeiten, wenn man sich da, wenn man überhaupt von vorbereitet reden kann, wie man sich vorbereiten kann. Ich schaue, dass wir am Schluss vielleicht dann noch ein bisschen Zeit haben für Fragen. Ich hoffe, dass das klappt und sonst bin ich ja sonst jederzeit erreichbar über die normalen Kanäle. Gut, also das ist genau fast vor 2 Jahren gewesen. Das war bei meinem vorherigen Arbeitgeber, wo ich tätig war. Die Unternehmung, wo ich war, ist, also, dass wir ein bisschen Rahmen haben, ist ca. 150 Mitarbeiter. Wir sind dort vor allem im Outsourcing-Geschäft tätig gewesen. Wir haben Grosskunden gehabt, aber auch kleinere Kunden. Und zu dieser Zeit ist das Geschäft auch sehr, sehr gut gelaufen. Also wir haben ein Haufen Projekte gehabt bei den Bestandeskunden, ein Haufen Projekte bei Neukunden, extrem viele Anfragen und es sind eigentlich alle in einem so, sagen wir, positiven Stress drin gewesen. Es ist sehr gut gelaufen. Die ganze Security-Sache haben wir eigentlich so tiptop im Griff gehabt. Man hat nie größere Sachen gegeben und haben uns da eigentlich relativ safe gefühlt. Oder? Sagen wir mal technisch, oder? Hat dort eigentlich alles funktioniert. Gut, dann die betroffene Unternehmung von der, wo ich rede, dass wir auch ein bisschen Rahmen haben, das sind 1400 Mitarbeiter, also ist eine größere Sache, aber ist nur in der Schweiz tätig, mit 550 Millionen Umsatz, 75'000 Artikel, 10'000 Kunden und da könnt ihr euch vorstellen, was da das Tagesgeschäft denn da hergibt und dass wir auch Rahmen haben, was wir da gemacht haben für den Kunden. Also wir haben wirklich ein Gesamt-Outsourcing gehabt, das heisst, dass also sämtliche Infrastruktur von dem Kunden, inklusive Clients, Betrieb und so weiter, ist für uns in den Rechenzentren gelaufen. Und zwar schon seit Jahren, also der Kunde ist dort schon etwa 8 Jahre in unseren Data Centers dabei gewesen. Wir haben eine sehr gute Kundenbeziehung gehabt. Der Kunde hat auch Geld ausgegeben für neue Sachen. Also er ist da nicht auf der Bremse gestanden. Wir hatten immer die neuesten Sachen gehabt. Wir hatten ein Awareness-Programm gefahren und. Also alles top. He? Gut, dann am 24. Juli 2019 ist das Ganze eigentlich losgegangen. Also wir sind eben alle voll im Stress gewesen, dann noch über 24. Juli, das heisst noch Ferienzeit, viele Leute sind in der Ferien gewesen. Und dann ist eine Meldung gekommen. Und zwar haben sich die Server auch verschlüsselt, dass man nicht das gemerkt, einfach über das Com, also dass da irgendetwas nicht stimmt.
Und dann haben sich die Server angefangen verschlüsseln und dann ist die eine Meldung gekommen, aber die sieht mal so aus, etwa, so in der Werbung quasi. Aber so ist dann losgegangen, dass also ihr ein bisschen einen Überblick kennt, dass eben am 23. Juli, am Abend, am 9. ist der Heartbeat-Anfrage hat nicht mehr reagiert. Dann ist der ganz normal, Störungsticket, die Mitarbeiter hat das gesehen. Und hat sofort gemerkt, da stimmt etwas nicht. Weil es ist ein Server, am anderen ist verschlüsselt worden. Dann hat der Mitarbeiter eskaliert, also Krisenstab. Also wir haben dort in dieser Firma einen Krisenstab gehabt. Und der Geschäftsführungsmitglied ist zum Glück nicht in der Ferien gewesen dort. Hat das angeschaut und hat aber dort, weil wir eigentlich noch nicht so Erfahrung hatten, nicht gewusst, was jetzt da wirklich passiert. Also, hat dann aber einfach so, ich sage jetzt halb aus dem Bauch raus, entschieden, wir stellen ab. Und zwar ohne, dass man irgendwie mit dem Kunden geredet hat oder so, sondern hat einfach, also hat einfach gesagt, wir stellen alle Systeme total ab, also wirklich physisch. Haben alle Systeme abgefahren und haben dann durch das eigentlich das Glück gehabt, dass Backup-Server nicht infiziert worden sind. Also wenn man dort irgendwie eine halbe Stunde später das gemacht hätte, wäre dann Ende Feuer gewesen. Man hat dann über die Nacht dann das weiter angeschaut, also das ist immer noch der 24. Juli, und hat dann auch also den Kunden können informieren in der Nacht und können sagen, ja, jetzt ist Ende, oder? Also wir fahren da das System ab, aber wir haben eigentlich immer noch nicht genau gewusst, was hat das denn überhaupt für einen Einfluss. Und dann am anderen Morgen ist offline gewesen. Also das heisst, dass alle Systeme, es hat wirklich nichts mit tun, es hat kein E-Mail mit tun, es hat einfach nichts. Sogar der Zutritt ins Hauptgebäude von dem Kunden ist geschlossen gewesen. Also die Mitarbeiter sind am Morgen vor der Tür gestanden und haben nicht rein können. Und dann hat man natürlich relativ rasch müssen entscheiden, wie geht das weiter. Oder? Und weil die Firma so gut aufgestellt war, die haben schon so einen Krisenstab gehabt, also der Kunde selber auch. Und die haben dann eigentlich dort müssen entscheiden, was machen wir. Oder? Also zahlen wir oder zahlen wir nicht. Oder? Und durch das, dass wir aber das Backup noch hatten, haben wir können garantieren, dass wenn wir die Systeme parallel wieder aufbauen können, dass man da in eine saubere Sache reinkommt und das wieder machen kann. Wir haben aber dort zu dem Zeitpunkt aber nicht gewusst, wie lange geht das, oder? Und was kostet das und so weiter. Aber man hat dann an dem Tag entschieden, nein, wir zahlen nicht. Man hat auch Melanie und die Staatsanwaltschaft informiert, die haben das bestätigt, wir nicht zahlen, wenn möglich. Oder? Ich muss aber sagen, dass wenn das Backup nicht rum gewesen wäre, haben wir nachher den Test, also haben wir eigentlich analysiert, dass man dann eigentlich nur eine Möglichkeit hätte, entweder zahlen oder man fährt nochmal grüne Wiese an, das heisst ohne Vergangenheitsdaten. Wäre etwa gleich teuer gekommen. Auf jeden Fall hat man dann den Krisenstab dann aufgezogen und hat dann, das ist jetzt noch etwas Wichtiges, also auch als Learning, das kommt, ich komme am Schluss nochmal auf das, die Firma hat eigentlich entschieden, dass man in einen Krisenmodus hineingeht, das heisst, dass der Geschäftsführer nicht die Führung hat von dieser Sache. Oder? Man hat einen externen geholt, also einen richtigen Militärkopf, oder? Und der hat dann nachher das Ganze geführt, und zwar ganz straff, also wirklich nur mit Befehl, oder? Also, kein hat irgendetwas können diskutieren, sondern er hat nur Befehl ausgeteilt und gesagt, das wird gemacht, das wird gemacht, das wird gemacht. Was dann auch das Pech war, ist dort, dass der IT-Leiter von dieser Firma schon in der Ferien war, da hat man dann müssen irgendwie, weiss ich, wie notfallmäßig zurückholen. Und darum ist das, dann relativ schwierig gewesen, um auch den Krisenmodus zu starten. Dann, ich muss vielleicht noch kurz sagen, was auch noch wichtig war, oder? Wir hatten ja dann dort gewusst, es geht dann wahrscheinlich um sehr viel Geld. Und das Thema haben wir dann eigentlich im Sinne der Partnerschaft wirklich bewusst auslassen, oder? Wir haben gesagt, jetzt müssen wir die Bude wieder aufbringen. Weil
Weil eben, sie haben gerne Leute gehabt. Oder ich muss mir auch vorstellen, dass die Mitarbeiter sind nachher per Brief informiert worden. Und dann hat man gemerkt, also man hat die 1400 Mitarbeiter informieren, hat aber gemerkt, dass man die Daten gerne nicht hat. Von denen, also die Adressen, die sind natürlich alle auch IT-mäßig. Und dann aber irgendwo jetzt noch einen Ordner im Büro, und dann haben die wirklich quasi mit der Schreibmaschine den Leuten die Briefe geschrieben. Oder? Kann man sich gerne noch vorstellen heutzutage. Aber so ist denn das abgegangen. Dann vielleicht ganz kurz, dass wir sehen, also wie ist die Infektion erfolgt. Also die haben sich eingehackt über ein Mail. Also die haben einen Mailverkehr getrackt zwischen einem Kunden und einem Kunden und der Firma. Und die haben sich immer gegenseitig hin und her Mails geschrieben und die haben sich dort eingehackt und haben dort den Anhang infiziert, oder? Also die Rechnung. Aber der Kunde, und die haben immer wieder haben die kommuniziert, wieder das E-Mail geöffnet und. Und dann aber ist einmal das Mail gekommen und dann hat es aber geheißen, ist die Sicherheitswarnung gekommen, oder? Also wegen der bearbeiteten Sicherheitswarnung, wir müssen Makro aktivieren. Und der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin hätten den Knopf gedrückt und dann ist das passiert gewesen. Zeitpunkt von der Infizierung ist aber im April gewesen. Also das ist nicht dort passiert. Also die haben im April haben das so gemacht und haben sich dann eingehackt und haben nachher vom April bis im Juli haben sich die immer mehr Recht können geben, oder? Bis zum Schluss. Zu dem Juli, die haben das auch extra so geplant, eben Ferienzeit, Stress, Leute, die nicht da sind, und haben nachher dort die Verschlüsselung dann gestartet. Gut, und nachher eben hat man entschieden, that's it, wir tun das neu aufbauen. Ich muss auch sagen, also das ist natürlich nur möglich gewesen, weil wir dort ein IT-Provider gewesen sind, dass wir die Ressourcen überhaupt im Rechenzentrum vorhanden haben, oder? Und das haben können zur Verfügung stellen. Und eben, dass wir das Backup haben. Und dann haben wir dort über 6 Monate die Systeme neu aufbauen. Also zuerst klassische mit SAP, das ist dann nachher auch noch 2 Wochen. Sind die ersten SAP-Systeme wieder gelaufen, dann hat man mindestens können Lieferschein und so weiter drucken, oder? Und hat dann auch können dann nach 4 Wochen zum Glück die ersten den Lohnlauf machen. Aber das hat man dann so müssen priorisieren, was braucht es, oder? Und da braucht es eben auch die Taskforce. Und wir haben dann über 6 Monate lang die Systeme aufgebaut, haben personalmäßig haben wir müssen etwa 8 externe Leute einstellen, die nur für das Projekt geschafft haben. Eben auch nochmal Thema Kosten, könnt ihr euch vorstellen, was das kostet. Und haben die Systeme dort wieder aufgebaut. Was auch noch dazu hergekommen ist, parallel, weil das natürlich publik geworden ist, die ganze Geschichte, haben natürlich unsere Bestandeskunden gerne gefreut an dieser Sache, oder? Und dann hätten wir die noch müssen beruhigen, dass das eigentlich mit ihnen nichts zu tun hat, obwohl wir es dort ehrlich gesagt gar nicht so richtig gewusst haben, ob das auch so ist. Wir mussten ein Parallelteam aufbauen, wo alle Systeme von unseren Kunden überprüft hat, ob die sauber sind. Auch ein riesiger Aufwand, oder? Haben das aber dann zum Glück können dann auch wirklich so bestätigen, dass das so ist, dass die anderen sauber gewesen sind. Aber die Bestandeskunden haben natürlich Angst gehabt. Das ist logisch. Es war aber auch ein grosser Aufwand, gewesen, um die zu betreuen. Was auch noch ist, dass nach diesen 6 Monaten haben wir circa, weiß auch nicht, etwa 12 Leute haben gekündigt bei uns dort. Weil die sind in so einem Stress drin gewesen, dass die so Burnout-Syndrom und weiss ich was hatten und die haben dann wirklich unsere, also die dort, wo ich das geschafft habe, die Firma verloren, weil der Druck ist ja so immens groß gewesen, dass die das nicht mehr haben können und auch nicht mehr haben wollen, so etwas erleben. Also das ist nicht ohne, also ich sage jetzt technisch ist das eine, aber das andere eben, dass so eine große Unternehmung, wo dann, wie soll ich sagen, auch Existenzängste hatte, oder? Also man hätte ja nie gewusst, bringen wir es denn wirklich in dieser Zeit so her, oder? Haben die natürlich dann einen wahnsinnigen Druck gehabt, oder?
Dann, nach diesen 6 Monaten, ist tatsächlich wieder alles tiptop gelaufen. Und mir eine hohe Freude, oder? Und der Kunde auch. Und dann ist es darum gegangen, wer zahlt das, oder? Und wie es halt so ist, haben natürlich, ich sage jetzt, das mittlere oder auch das höhere Management, die sind eigentlich einig gewesen. Ja, du, Partnerschaft, ihr, also wir als Provider sind ja nicht schuld gewesen. Also, das ist, das ist auch dann überprüft worden von einer externen Firma, oder? Also, dass wir unsere SLA eigentlich erfüllt haben und. Der Kunde war aber dann gleich der Meinung, ja, ihr seid aber unser IT-Provider und ja, wir müssen es doch vielleicht finden, oder? Und, aber das ist natürlich um Millionen gegangen. Und dann ist das Mal auch darum gegangen, ja, können wir uns denn das überhaupt leisten, so etwas, oder? Also schlussendlich sind dann die Inhaber aufeinander getroffen, also die Inhaber von unserer Firma, und, also von der Firma, die ich geschafft habe, und der Inhaber vom Kunden. Und wie es so ist, bei so grossen Unternehmungen sind das halt meistens so halbe Narzissten, und die sind dann grausam aneinander hergeraten, und dann hat es am Schluss geheißen, jetzt, sie sind nicht mehr Partner, und die haben alle Verträge geführt. Und das ist dann noch bitter gewesen, oder? Also, wir haben einen wahnsinnigen Aufwand betrieben, oder? Wir haben Kunden, auch andere Kunden, die Angst hatten. Das war einfach eine ganz negative Spirale gewesen. Was das ausgelöst hat, eben, wir haben den Kunden schlussendlich verloren. Schlussendlich hat man sich dann gleich geeinigt auf 50-50, aber es ist gleich im siebenstelligen Bereich gewesen, wo dann wir haben müssen zahlen, oder der Inhaber hat müssen zahlen. Wir haben die Abgänge von den Mitarbeitern, wo schwierig war. Was auch dazu hergekommen ist, während den 6 Monaten, wo wir dort dran waren in dieser Sache, haben wir im Verkauf einen absoluten Verkaufsstopp gehabt, oder? Weil es ist unmöglich gewesen, irgendeinen neuen Kunden anzuwerben. Es ist unmöglich gewesen, um die Ressourcen zu bekommen. Und nachher, in einem zweiten Schritt, wo wir wieder losgetreten sind im Verkauf, oder, hat es natürlich einen wahnsinnigen Image-Schaden gehabt für die Firma, oder? Wo die gesagt haben, ja, eher negativ, oder, als positiv. Und darum muss ich sagen, so ein Hacking-Angriff, eben Zeit, das Technische mit den Daten und so, aber was das auslösen kann in Unternehmungen, also sowohl jetzt, als Provider wie auch als Kunde, das kann eigentlich eine ganze Firma zerstören oder auch eine Kultur zerstören. Oder? Und dort, ich sage jetzt, mit den Erfahrungen, die wir dort gemacht haben, würden wir das nächste Mal sicher ganz anders, also hätten wir das ganz anders angegangen, ich sage, nicht auf Management-Ebene oder auf Projektebene, aber vor allem, was die Leute anbelangt und vor allem auch, was die Kosten anbelangt. Oder? Ja, darum ist das, ich sage, also so ein Angriff, vor allem, wenn man ihn das erste Mal erlebt hat, ist das eine ganz spezielle Erfahrung. Also der Emotet, wie sagt man? Also der Spam, Mass-Spam, der gibt es schon seit 2018, also der ist ja noch uralt, wird aber immer wieder verändert, aber ich gehe jetzt da nicht auf Detail ein, ich sehe, das ist schon ein bisschen überbordet mit der Zeit. Was auch noch speziell ist, also die Unternehmung hat im 2018 eine Sensibilisierungskampagne gemacht gegen Cyberkriminalität und hat simulierte Spam-E-Mails rausgeschickt an die Mitarbeiter. Und eben, also eigentlich genau so, das, was da passiert ist, eben mit Phishing, also dass man hätte müssen ein Mail anklicken, wo dann die Meldung kommt, man sollte das nicht öffnen. Und die Auswertung war also brutal gewesen, oder? Also schlussendlich haben eben gleich 10%, also 706 Anwender oder also Mails, die eingegangen sind, sind geöffnet worden mit dem Anhang. Obwohl man vorher eine Sensibilisierungskampagne gemacht hat, oder? Und das zeigt einfach, dass man schlussendlich, also wenn man sich halt im Internet bewegt, schlussendlich ist es einfach der Faktor Mensch, oder? Wo dann das Problem macht, oder? Dann nochmal zu den Angriffsphasen. Also eben,
ist eigentlich relativ einfach, oder? Also der Angreifer dringt ein, aber das ist meistens eben so, vor allem der professionelle Angreifer, dass die dann nicht in dem Tag oder in dem Moment, wo man das Mail öffnet oder so, dass die dann aktiv werden, sondern vielfach ist es ja so, dass die Angreifer sind, also die, die das Mail reinbringen ins Netzwerk, sind ja vielfach nicht die, die dann auch wirklich die Angreifer sind. Oder? Das ist ja so eine richtige Mafia-Organisation. Da gibt es so, ich sage jetzt so die Halbprofessionellen, die halt einfach überall probieren, in die Netzwerke hineinzukommen. Und wenn sie so drin sind, verkaufen sie dann den Zugang quasi dann an Profis, die dann wirklich die Geldforderungen und die Verschlüsselungen dann durchführen. Dann, was ich auch mal noch gefragt habe, bei der Melanie, oder wie das ist, wenn man dann zahlt, ob man dann kann sicher sein kann, dass da nichts mehr passiert. Oder? Und sie haben eigentlich dort gesagt, ja, mal, das ist eigentlich schon so, oder? Weil das sind ja wirklich Profis. Und wenn die das ja nicht würden freigeben nachher, dann würde das Geschäftsmodell gerne nicht mehr funktionieren. Oder? Also, weil dann müsste man sagen, du musst ja gerne nie zahlen, oder? Weil es kommt ja dann nachher wieder schlecht. Oder? Und sie haben auch gesagt dort, oder, dass es eine sehr hohe Dunkelziffer gibt von denen, die zahlen. Oder? Aber es gibt natürlich Situationen, wo man zahlen muss. Oder? Weil es bleibt dann gerne nichts anderes übrig, wenn dann wirklich alles verschlüsselt ist, inklusive Backups. Gut, haben da schon etwas vorgegriffen. Habe ich vorher schon erzählt, eben, dass man entweder die Forderungen zahlt oder halt eben direkt die Stores fährt. Die Frage ist einfach, hat man überhaupt die Ressourcen vorhanden? Oder? Also wenn man natürlich die IT selber betreibt, muss man sich dann überlegen, wie kann man denn das machen? Weil die Infrastruktur, also auch bei uns, oder, die ist natürlich wirklich die Befallung, die hat man müssen isolieren, die ist nicht mehr zu gebrauchen nachher. Oder? Und da braucht man natürlich den Ersatz. Oder? Und ob man das dann so schnell, wenn man es selber betreibt, zur Verfügung hat, das ist dann die Frage. Ja? Gut, das tue ich auch überspringen. Dann vielleicht Lessons learned. Wie gesagt, also das eine ist das Technische, von dem muss man einfach heutzutage ausgehen, dass man technisch die Systeme so gehärtet hat oder dass die so aufgebaut sind, dass man, es gibt immer ein Restrisiko, oder? Also man kann ja nie so bauen, dass man überhaupt kein Risiko mehr hat. Vor allem, wenn man selber immer wieder die Hürde erhöht, zum Reinkommen, sind die anderen einfach besser wieder und können die Hürde wieder überspringen. Aber schlussendlich muss man einfach dort mindestens einfach das, was möglich ist, muss man einfach umsetzen technisch. Was aber sehr wichtig ist, ist, dass man wirklich, dass das Ganze eben schon in die Chefetage gehört. Man muss eine Taskforce haben, sowohl als Provider, aber wie auch als Kunde. Und vor allem müssen die strategischen Entscheide, die müssen schon vorher gefällt sein. Oder? Also wenn so ein Fall eintritt, muss eigentlich klar sein, wie man vorgeht. Oder? Und nicht, dass man jetzt, wenn das passiert, nachher am Pult hat, hey, was wollen wir jetzt machen? Und das haben, also die Firma, wo ich erzähle, die hat das gehabt, darum sind die auch so schnell gewesen nachher. Also das heisst, nach 2 Wochen wieder SAP online. Aber wenn man das nicht gehabt hätte, wären wahrscheinlich Tage vergangen, bis man überhaupt gewusst hätte, was machen wir jetzt genau. Oder? Und darum, die Taskforce, das muss vorhanden sein. Oder? Und vor allem die strategischen Entscheide, die müssen auch auf dem Tisch sein. Und eben, grosse Lessons learned ist einfach, dass so etwas eine Firma wirklich kaputt machen kann. Ich sage es sowohl finanziell natürlich als Provider und als Kunde, aber natürlich auch eben, was es für eine Bedeutung hat von der Kultur her, was das verändert. Leute, wo abspringen, das ganze Imageverlust gegenseitig auch und von dem her ist das nicht zu unterschätzen. Gut, ich wäre jetzt da von dem Bericht her am Ende. Wenn jetzt da schon Fragen wären, ich habe auch gerade gesehen da im Chat. Ja, also die eine Frage ist, wie hoch das
Geldforderung war. Die hat der Kunde uns nicht gesagt, wohlweislich, aber es war siebenstellig. Oder? Und es ist auch schon eine Anweisung gekommen, also wie man das überweisen muss mit Bitcoin. Oder? Sie haben uns, also sie haben dem Kunden auch mitgeteilt, wo sie die Bitcoins überkommen in dieser kurzen Zeit und wie das Ganze vonstatten geht. Also das ist ganz, ganz verrückt. Aber eben wir haben es in keiner Art und Weise können rückvollziehen, von wo es der Angreifer kommt. Also ob jetzt der von China ist oder von Russland oder ob jetzt der irgendwo in Aarau, irgendwo in einem Büro hockt, alles möglich. Oder? Wir haben immer das Gefühl, es sind Chinesen oder die Russen. Aber das ist also überhaupt nicht so. Also das ist einfach das Bild, das man hat, wie früher in dem Kalten Krieg. Oder? Aber die können von überall sein. Gut. Okay, also dann, wenn es sonst noch Fragen wären, direkt, kann man auch über Audio reinkommen, wenn man will. Gut, dann würden wir zum zweiten Teil gehen, zum Michi. Ja, unsere spannende Geschichte, die wir da gehört haben. Und nicht ganz einfach natürlich für die Beteiligten und umso, ja, natürlich nicht erwünscht, dass man in so einer Situation steckt, egal ob jetzt als Kunde oder Service Provider. Aber ganz wichtig, dass man über die ganze Situation redet, auch jetzt, wenn es ein total unangenehmes Thema ist und nicht einfach irgendwie stillschweigend denkt, ja, ich hoffe, uns trifft es nie und wir müssen da nicht entsprechende Massnahmen einleiten. Du kannst mir da die Punkte mal alle zusammen aufklicken. Ich möchte zuerst mal schnell auf Problematiken eingehen. Was gibt es überhaupt für allgemeine Sicherheitslücken? Wir haben vorhin das Phishing-Thema gehört, wo schlussendlich auch erfolgbringend war für die netten Herren aus dem Darknet. Ich möchte da vielleicht noch ein bisschen ausholen und das ganze Phishing-Thema erweitern. Das ist heutzutage äußerst professionell und da werden Outlook-Adressdaten oder wir haben es gehört, irgendwelche E-Mail-Verkehr abgelost und analysiert und mit diesen Informationen äußerst authentisch aussehende Phishing-Mails verschickt. Das ist nicht mehr irgendwie, hallo, Sie haben Geld gewonnen, Sie haben attached Kontodaten oder whatever. Das sind wirklich authentische E-Mails, wo auch Leute von eurem Kontaktkreis vielleicht die gleiche Begrüßung schicken, weil die haben die Informationen aus dem Darknet, die sind zum Teil auch nicht einfach automatisiert, sondern manuell selber geschrieben. Und dann gibt es sogenanntes Spear Phishing, das dediziert auf eine Person losgeht, wie vielleicht in dem Beispiel, das wir vorgehört haben. Oder das Dynamite Phishing, wo eine ganze Gruppe an Leuten oder mehrere Leute angegangen werden. Sehr authentische E-Mails und da müssen wir wirklich sagen, dass das auch sehr professionell gemacht wird. Dann gängige Thematiken, Internetbrowser, aktiv-passives Problem, User-Problem oder selbst Vulnerabilities im Browser selber. Und ganz ein wichtiger Punkt ist heterogene Client-Infrastruktur. Ist natürlich umso schwieriger, wenn jeder User ein eigenes Gerät hat und ein eigenes Antivirus für das Team sicherstellen, das IT-Team oder das Service Provider sicherstellen, dass die alle zusammen vom gleichen Sicherheitslevel sind. Allgemeine Vulnerabilities, die heute in der Session Lifecycle, Simplification Lifecycle Management waren, sind, da haben wir schon einiges dazu gehört. Wichtig, dass man immer up-to-date ist und die Sicherheitspatches zeitnah einspielt. Und auch der Bereich vom Social Engineering, wo gerade grosse Unternehmen auf keinen Fall vernachlässigen dürfen. Weil ich kann sich vorstellen, dass die Sekretärin vielleicht nicht mit dem IT-Team geht, zum Mittagessen und so gutgläubig ist und den USB-Stick einsteckt nach dem Mittagessen, wo auf dem Pult liegt, mit dem Notizzettel, ja, please put me in regards IT. Ist ein leichtes für irgendjemanden, um den USB-Stick dort zu platzieren. Und so schnell gemacht, wenn man nicht die entsprechende Awareness hat und die Mitarbeiter schult. Und auch dann, haben wir gehört, ist es nicht hundertprozentig sichergestellt, dass dann ja, so Sachen nicht passieren. Ich will weitergehen. Auch da kannst du mir schon alle auftun, genau.
Ja, was hat man für Massnahmen? Wir haben es gehört, Sensibilisierung natürlich immer ein Thema, wichtig, aber ja, keine hundertprozentige Sicherheit. Zeitnahe Installation von Sicherheitsupdates, ganz wichtig. Zentral administrierte Antiviruslösung, regelmäßige Backup, auch das haben wir schon gehört, ganz wichtig, sonst hätten sie müssen zahlen, sonst ja, hätten wir keinen anderen Weg gehabt, als die siebenstellige Betrag in Bitcoins zu organisieren und dann ja, schweren Herzens weiterzuleiten. Netzwerksegmentierung, Einschränkung von Access Rights, Einschränkung, Deaktivierung von Makros, da Ausrufezeichen, O365 Business, ein riesen Sicherheitsproblem, wie es stillschweigend einfach eure deaktivierte Group Policies von diesen Makros wieder aktiviert, ohne irgendeine Sicherheitswarnung. Darum auf keinen Fall O365 Business verwenden. Und ja, natürlich, Zwei-Faktor-Authentifizierung, weiterführende Sicherheit, kannst du auch gerade aufpoppen, wie unser definierter Ransomware Protection Service. Es gibt ganz Haufen Sachen und jeder Schritt, den man da macht, wo man eingeht, ist ein weiterer Schritt in die richtig sicherere Umgebung. Aber man kann da einfach etwas dazu sagen und das ist, man hat nie eine hundertprozentige Sicherheit. Und das haben auch wir gesehen, kannst du ein Slide weiter. Das haben auch wir gesehen als Service Provider, IT Point. Nochmal eins retour. Auch wir bieten unseren Kunden Infrastrukturen als Service an. Es ist natürlich in unserem Interesse, dass wir entsprechende sichere Lösungen können anbieten können und haben die ganze Infrastruktur analysiert, auch externe Analyse durchgeführt und sind zu einem Argument gekommen oder zu einem wichtigen Punkt, dass wir unsere ZIFS-File-Services zusätzlich sichern müssen. Weil wir haben mit den ZIFS oder mit File-Services ein riesiges Angriffspotenzial für potenzielle Ransomware-Angriffe. Weil einfach jeder User in den meisten Fällen irgendwie Zugriff hat auf File-Shares. Jetzt bieten wir unsere File-Services auf NetApp an. Mit NetApp-Technologie haben wir bereits sehr gute Sicherheit und Read-Only-Snapshots und die Möglichkeit von Flex-Klonen etc. Ich gehe da nicht auf die technischen Sachen im Detail ein. Und außerdem, ganz ein wichtiger Punkt, die F-Policies, dass wir zusammen mit dem Hersteller Cleondris eine zusätzliche Sicherheitslösung können anbieten. So eine kombinierte Lösung aus der NetApp-Funktion und aus der Cleondris zusätzlichen Appliance. Und was können wir mit dem anbieten? Ich mache mal Slide weiter. Wir haben die vier Punkte oder die drei Punkte links zusammengefasst, die ganz wichtig sind. Wir haben gehört, eine hundertprozentige Sicherheit gibt es nie, aber wir können sehr vieles machen, dass wir einen Schritt weitergehen zu der richtigen Sicherheit, zu einer richtigen, sicheren Infrastruktur. Darum haben wir Schutzfeatures, zusätzlich haben wir Analysefeatures und Restore-Features. Also wir können mit so einer Lösung können wir per se mal ungewollte Zugriffe verhindern. Zum Beispiel wäre jetzt das nicht möglich gewesen, um sämtliche Daten mit Punkt XXX versehen, zu renamen, zu verschlüsseln und sämtliche Server zu blockieren. Je nach Konstellation natürlich. Dann kann man zusätzlich nachgelagerte File Verifications durchführen. Es wird automatisch geprüft, wenn ein Word-File geschrieben ist. Ist das wirklich ein Word-File? Ist das wirklich ein Word-Header? Also DocX? Oder ist das irgendwie etwas, kann ich das lesen oder nicht? Wenn der Header nicht lesbar ist, ist entweder das File korrupt oder es ist verschlüsselt. Auf jeden Fall ist da irgendetwas nicht gut. Gut, dann automatisiertes Blocken von User, wenn analysiert wird, dass da utopische Zugriffe stattfinden, irgendwie x-tausend Files werden umbenannt in der kürzesten Zeit oder gelöscht, können wir entsprechende Thresholds setzen und den User automatisch blockieren oder den Host blockieren. Und ganz wichtig natürlich, informiert werden. Man ist informiert mit so einer Lösung, was geht in unserer Infrastruktur ab und hat die Möglichkeit, zum frühzeitig eingreifen. Zusätzlich
wenn es dann zu dem Worst-Case-Szenario kommt und Schutzmechanismen ziehen nicht, haben wir mit den Analysefunktionen erweiterte Möglichkeiten, um herauszufinden, was ist genau passiert, was ist genau verschlüsselt, welche Files sind betroffen, woher kommt es, ist im Moment fertig oder wird weiter verschlüsselt, dann sieht man Top-Sessions und die Möglichkeiten, die User direkt entsprechend zu blockieren. Und finde dann auch heraus, zu welchem Zeitpunkt habe ich zum Beispiel noch keine verschlüsselten Files gehabt. Das ist ja auch ganz wichtig. So einen Restore durchzuführen, einfach vor 2 Wochen, ohne sicher zu sein, dass man dort auch schon verschlüsselte Files hat, bringt einem ja nicht so allzu viel. Darum die Möglichkeiten für die Analyse. Und automatisiert erstellt die Reports am Ende des Monats, wo man sieht, wie viele Zugriffe haben da vielleicht stattgefunden, sind User blockiert worden, etc. etc. Dazu kommen dann die Restore-Funktionalitäten, weil, wenn man weiss, man hat vor 3 Wochen das letzte Mal ein erfolgreiches Backup gehabt mit diesen Daten, ohne verschlüsselte Daten, kenne ich keinen Informatiker, der sehr gerne einfach würde sämtliche Daten wiederherstellen würde. Wir sind 3 Wochen auch gute Daten weg. Darum wollen wir sicherstellen, dass man nur auch Differential Restores machen kann und nur die bösartigen Files wieder zurückholen. Gut, ganz wichtig, letzter Punkt. Wir haben einen Plan. Wir müssen das ganze Thema analysieren, frühzeitig besprechen. Wir haben es vom Urs schon gehört. Es soll kein Tabuthema sein, auf keinen Fall, im Gegensatz. Es soll ein Plan sein auf organisatorischer Ebene, aber auch ein Plan auf technischer Ebene, dass man weiss, was passiert, wenn wir trotzdem verschlüsselt sind. Man weiss, was für Notfallmaßnahmen werden eingeleitet und wie können wir das machen, weil wenn es dann wirklich so weit ist, hat man nicht die Kapazitäten und man hat auch nicht die notwendige Ruhe, um darüber nachzudenken, welche nachfolgenden Schritte wären jetzt die optimalsten. Ich zeige euch schnell kurz noch das Video. Statt dann auf Play drücken. Was es kann, wir haben da rechts WannaCry, wo wird die Files verschlüsseln in dem Shares 97 im Hintergrund, dann die Firewall aktivieren. Und das ist ganz kurz, einfach zum euch aufzeigen, die Ransomware wird ausgeführt und hat keine Möglichkeit, um das Zeug zu verschlüsseln. Wir sehen links gerade in dieser Firewall, ein Combat ist passiert. Der User ist blockiert worden aufgrund von einer unerlaubten Rename-Aktion. Und man sieht da, wie lange er blockiert ist. Ja, ganz schnell Funktion Schutz. Dann gibt es eben ganz wichtig Schutz, Analyse und Restore, wo zusammen das Paket darstellt, dass man da bessere Möglichkeiten hat, zum gewappnet sein gegen so Ransomware-Angriff. Noch ein Slide weiter. Auch das, da kann ich nicht auf Details drauf sprechen. Es, einfach zusammenfassend auch wieder, man soll einen Plan haben. Es ist jetzt egal, was welcher Punkt genau darstellt. Ein Plan ist wichtig auf organisatorischer Ebene, aber auch auf technischer Ebene, dass man weiss, was für Möglichkeiten muss man zu welchem Zeitpunkt einleiten, um wieder zum, möglichst schnell zu einem gesunden IT-Betrieb zurückzukommen. Gut. Sind da dazu noch Fragen? Andernfalls hätten wir noch ein Video von 2000 veröffentlichte WannaCry, wo vielleicht auch noch spannend ist für die, die es noch nie gesehen haben, wie es dann in Real Life kann aussehen, wo die Ransomware Protection Service noch nicht eingeschaltet ist. Kannst du es vielleicht mal zeigen? Wo ist das? Noch einfach ein Slide weiter. Ah. Ja, da durchklicken, klicken. Genau, was ist Ransomware? Verschiedene Möglichkeiten. Jetzt kommt das Video noch. Ist einfach nochmal Klick. Ja. Du musst noch auf Playlinks. Aber ja, genau. Genau, wir haben da ein paar Dateien, PDF, Word, Excel, herkömmliche Office-Dateien,
Und das ist die Original WannaCry, wo sehr effizient war ist damals 2017. Englische Spitäler verschlüsselt hat, Rotterdam Hafen, Teil von der Deutschen Bahn, FedEx und. Extrem viel Beispiel. Und ihr seht, wie schnell das geht. Es werden sämtliche Dateien verschlüsselt. Originaldateien sind weg. Punkt WannaCry. Ist echt auf Stopp gedrückt. Es geht eigentlich noch weiter. Okay, ist gut. Punkt WannaCry-Endungen ist natürlich nicht unbedingt das, wo der PC weiss, was damit anzufangen. Man kann das auftun, keine Ahnung, was das ist. Und es kommt automatisch ein passender Hintergrundbildschirm mitgeliefert, wo dann auch die ganze Lage, wo man sich drin befindet, relativ schön aufzeigt. Dazu kommt, genau, oops, your file, your important files are encrypted. Und dazu mitgeliefert, und das haben wir vom Urs auch schon gehört, ein sehr professionelles GUI. Es zeigt auf, ja, was ist passiert, das erste Mal. Dann, wie kann ich meine Daten wiederherstellen? Und wie lange habe ich Zeit, um die Bitcoin-Zahlungen an die Adresse zuunterst wieder durchzuführen? Außerdem gibt es auch irgendwelche freie Veranstaltungen für Benutzer, die zu arm sind, um das in 6 Monaten zu zahlen. Wie auch immer die Veranstaltungen ausgesehen, ich kann leider nie teilnehmen. Es kommt professionell daher. Und das ist ja das, was Melanie sagt, oder? Das ist ihr Geschäftsmodell. Und sie sind drauf, um euch zwar bösartig zu schaden, aber trotzdem möglichst professionell zu wirken, dass die Zahlungen erfolgt. Und darum ja, kann man eigentlich auch mehr oder weniger davon ausgehen, dass der Schlüssel auch wirklich gegeben wird. Es ist in ihrem Interesse, dass ihr Geschäftsmodell funktioniert, dass eure Daten wieder verschlüsselt werden können. Ja, gefährlich, vielleicht noch dazu zu sagen, mittlerweile im Darknet in der äußersten Schale sehr einfach, um so Ransomware as a Service als Service zu beziehen. Also man muss sich da nicht wirklich damit auskennen und wirklich grosse kriminelle Energie aufwenden. Man bewegt sich ein bisschen im Darknet und findet so Services, da wird einem so ein WannaCry oder was auch immer, Emoted, Trickbot und Ryuk, was auch immer, Kombination, ausgerollt mit eurer Bitcoin-Adresse und ihr könnt schlussendlich über einen anderen Service, Phishing as a Service, die ausrollen und darauf warten, dass in eurer Wallet irgendeine Bitcoins reinkommen. Gut, also die Zeit ist abgelaufen. Danke vielmals, Michi, für die Ausführungen. Also bei uns kommt ihr das nicht über, also ihr könnt das bei uns nicht beziehen. Genau. ja, ich hoffe, dass ihr da ein bisschen Eindruck und ein bisschen das Gefühl bekommen habt, wie so etwas abgeht oder abgegangen ist. Und ja, wünsche euch noch einen schönen Rest und bis bald. Tschüss zusammen. Dankeschön. Alle miteinander.